Hallo Leute, mein Name ist Alexander Luhn, ich bin 26, ich bin Finanzierungsvermittler, spezialisiert auf Immobilien als Kapitalanlage und begrüße euch aus dem Finanzcenter in Ahrensburg. Heute möchte ich auf etwas eingehen, was vielleicht einige von euch, die da mich gut kennen und meine Ansichten, die ich zum Thema Finanzierung vertrete. Ich möchte einfach mal rausarbeiten, was sind eigentlich die Vorteile des Bausparens. Ich habe sehr, sehr lange darüber nachgedacht und konnte dann doch einige Vorteile herausarbeiten, die ich jetzt darstellen möchte. Wie bin ich darauf gekommen? Ich habe hier kürzlich hier in der Gruppe mal ein Buchkapitel vom Norm Agubi eingestellt, kostenfrei aus einem sonst kostenpflichtigen Buch, in dem die Mathematik des Bausparens wirklich mal sachlich richtig erklärt und aufgearbeitet wurde, was ja sonst in einem Video oder bei Facebook immer sehr schwierig ist. Dafür wurde ich dann von einem wirklich sehr, sehr kleingeistigen Bausparvertreter, Bausparkassenvertreter, der hoffentlich dieses Video auch guckt, ja dann richtig angefeindet. Ich werde das Buch dann übrigens jetzt aus reiner Boshaftigkeit dann auch unter dem Video gleich nochmal verlinken. Und zum anderen gab es dann ja gestern hier in der Immobilieninvestmentgruppe auch wieder eine Diskussion zu diesem Thema, die ich auch sehr, sehr interessant fand, weil da irgendwie auch, also weil da viele Sachen wirtschaftlich einfach völlig, also jetzt nicht meinungsmäßig falsch, sondern wirtschaftlich von der Berechnung her falsch erörtert wurden. Das hat, wie gesagt, hat mich aber jetzt nochmal dazu gebracht, das Thema aufzugreifen und wirklich aber auch explizit nochmal die Vorteile des Bausparens herauszuarbeiten, weil die Nachteile wurden schon hinreichend, wurden ja hier schon hinreichend oft besprochen. Was ich übrigens weiterhin tun werde, ich habe zwei Kollegen, die hier auch in der Immobilieninvestmentgruppe sind, die Bausparen wirklich gut verstehen, die es auch zu meiner Überraschung immer wieder schaffen, damit sinnvolle Konstrukte zu bauen und oder einigermaßen sinnvolle Konstrukte. Und diese beiden Kollegen, die werde ich dann auch unter dem Video noch markieren, dass Leute, die jetzt Fragen haben zum Bausparen oder eine Finanzierung mit Bauspareinbindung wünschen aus irgendeinem Grund, dass ihr da entsprechende Ansprechpartner habt, bei denen die ganze Sache irgendwie funktioniert. Aber nun zu den Vorteilen. Also ein Vorteil beim Bausparen, der in den Beratungsgesprächen sowohl für Eigennutzer als auch für Kapitalanleger immer verkauft wird. Und das ist das Thema Zinssicherheit und Planungssicherheit über die gesamte Laufzeit. Wir lassen zwei Faktoren außen vor. Wir lassen den Faktor außen vor, dass in dem Moment, wo ein Bausparvertrag zuteilungsreif wird und es ein Bauspardarlehen geben soll, dann nochmal eine ganz komplett neue Bonitätsprüfung erfolgt, die nicht bestehen kann oder kann da durchfallen. Das erzählt halt auch immer keiner, ist aber so. Wir setzen voraus, Bonitätsprüfung ist in 10 bis 15 Jahren. Wenn ihr selber und das Objekt jeweils 10 bis 15 Jahre älter seid, kein Problem ist. Also Bonitätsprüfung läuft durch. Und die Zuteilung wird von Seiten der Bausparkasse auch eingehalten. Es ist Bausparkassen verboten, eine Zuteilung zu garantieren. Das ist auch sehr interessant. Aber wir lassen, wie das in der Bankberatung stattfindet, in der Bausparkassenberatung, diese zwei Faktoren völlig außen vor. Dann ist es so, dass ich in dem Moment, wo ich den Darlehensvertrag abschließe und vielleicht irgendeine Kombination mit Bausparen mache, dann wirklich komplett sehe, bis ans Ende der Laufzeit, bis das Darlehen vollständig zurückgezahlt ist, wie sich meine Zahlungsströme auswirken. Ob jetzt eine vollständige Abzahlung einer vermieteten Immobilie aus nachversteuertem Geld, ob das so der Weisheit letzter Schluss ist, auch dahingestellt, aber alles fein. Also ich sehe auf jeden Fall meine Zahlungsströme und meine Zinsen und alles und Tilgung, die ich entrichten muss, vom ersten Tag an bis zum Ende klar. Was mir an der Stelle noch wichtig ist, dass wirklich diese Zahlungsströme auch lesen zu können und vergleichbar zu machen, muss man noch eins wissen. Da will ich jetzt mal an dem Beispiel von gestern Abend bleiben. Da fragt halt jemand, er hat jetzt einen Zinssatz von 1,8%. Gut für das Hauptdarlehen und tilgt das Darlehen halt nicht, sondern bespart stattdessen einen abgetretenen Bausparvertrag, der mit 0,1 verzinst wird. Das heißt, er macht jeden Monat, jedes Jahr sehenden Auges 1,7% Verlust. Was ich jetzt sage, ist mathematisch nicht ganz richtig,
Weil man kann einerseits Sparverträge verschiedene miteinander vergleichen und man kann Kredite aufgrund verschiedener Kennzahlen miteinander vergleichen. Da ein Bauspar so ein Zwitterprodukt ist, halb Anspann, halb Tilgung, kann man es mathematisch, also kann man schon, ist aber doch ein bisschen kompliziert, nicht genau miteinander vergleichen. Was ich sagen will, ist, dass dieser 1,7% jährlicher Verlust auf 10 Jahre dann 17%, die ihr macht, also das ist der Preis dafür, mit der ihr euch am langen Ende die Zinssicherheit erkauft. Das heißt, ihr müsst diese 1,7% Verlust in dem Fall auf den Darlehenszins in der Zuteilungsphase des Bausparvertrags nochmal draufschlagen. Wenn ihr dann auch wieder bei 1,8 ist, dann liegt halt eure Zinssicherheit, die ihr euch mit dem Bausparer erkauft, bei 3,5% auf die Gesamtlaufzeit. Also 3,5% kostet das Darlehen dann halt realistisch wirklich per anno. Aber Zinssicherheit, Planungssicherheit, Zahlungsströme kennen ist der eine Vorteil. Der zweite Vorteil ist, das erzählt euch zwar keiner, wird auch auf Nachfrage, doch manche Banker, die ehrlich sind, werden es euch schon auch erzählen. So ein Vorteil am Bausparen, sofern es einer ist, mit Bausparen kriegt man halt so irgendwelche Krückenfinanzierungen noch mit durch. Das heißt, wenn die, also es gibt ja Finanzierungen, die macht halt gar keine Bank, weil es Unsinn ist. Es gibt Finanzierungen, die will jede Bank machen und es gibt Finanzierungen, die kann man halt machen oder auch nicht. Wenn jetzt die Bank vielleicht eure persönliche Bonität oder das Objekt nicht ganz so geil findet und da gewisse Risiken sieht und dann ist das Gespräch mit den Bankern halt immer, ja, wir machen die Finanzierung, wir wollen aber einen Bausparvertrag dazu. Das hat nichts, nichts, nichts und wieder nichts damit zu tun, dass der Bausparvertrag für euch als Kunden wirtschaftlich in irgendeiner Art sinnvoll ist, kein Stück. Es ist nur die Situation so, dass die Bank halt irgendwie sieht, das ist eine Finanzierung, die ist ein bisschen schwierig. Die Bank dann abwägt, lohnt sich das für uns jetzt gewisse Risiken einzugehen oder eben nicht. Und dann sagt die Bank, okay, wenn wir das schon machen, dann wollen wir eben noch den Bausparer mit dazu, dass wir nochmal einen zusätzlichen Ertrag haben. Ist was völlig Legitimes. Wenn die Bank euch einen Gefallen tut oder ein Risiko für euch eingeht und damit mehr verdienen will, ist ein völlig normaler marktwirtschaftlicher Vorgang. Ich finde es ein bisschen schade, dass das nicht offen kommuniziert wird. Wenn natürlich diese Situation da ist, ist es auch mal eine Überlegung, muss ich vielleicht an meiner Bonität oder an meiner Darstellung meiner Bonität noch arbeiten? Habe ich das oder habe ich das richtige Objekt? Das sind auch noch Stellschrauben, die man haben kann. Allerdings gibt es auch verschiedene Spezialkonstellationen, wenn jetzt, was weiß ich, ihr seid Steuerausländer oder bezieht euer Einkommen im Ausland oder irgendwas, was eigentlich aber ganz normal wirtschaftlich sinnvoll und vernünftig wäre an Immobilienprojekten, aber es die EU halt mit irgendwelchen dummen Wandlungsrechten für Kredite und dergleichen und sämtlichen Prüfungsvorgängen für Kapitaldienstfähigkeit fast unmöglich gemacht hat und die Bank will euch das dann trotzdem begleiten, dann sei auch gestattet, dass sie einen Zusatzertrag bekommt. Also mit einem Bausparer bekommt man einfach eine schwierige Finanzierung mal noch irgendwie eher durchgedrückt. Und der dritte Vorteil, der mir jetzt noch eingefallen ist, das hat beispielsweise Daniel Kleinert erzählt beim 360-Grad-Training der Immobilieninvestment-Akademie, dass halt oftmals, dass du jetzt Immobilieninvestoren besitzen ja häufig sehr viele Steine und sehr wenig Liquidität. Kennen wahrscheinlich die meisten von euch irgendwoher. Und dass die Bank dann das Portfolio irgendwann als etwas steinelastig betrachtet. Wenn man dann der Bank den Gefallen tut und schließt man noch irgendwo hier und da einen Bausparer mit zusätzlich oder zur Abtretung, da sieht es in der Vermögensbilanz einfach besser aus. Also normalerweise ist ja, es gibt die Immobilie und es gibt die Schulden zur Immobilie. Und wenn dann halt überall jetzt 100.000 Euro Immobilienwert, 90.000 Restschulden, da sieht das irgendwie alles wie ein sehr, sehr hoher Verschuldungsgrad aus, was es ja auch ist. Wenn ich jetzt meine Vermögensbilanz ein bisschen ausschmücken möchte, da schreibe ich dann hin, Verkehrswert der Immobilie sind schon 115.000, der Kaufpreis und somit auch der Beleihungswert die 100.000, 90.000 meine Restschuld. Und vielleicht habe ich schon 5.000 oder 6.000 beispielsweise den Bausparvertrag wieder angespart. Wie gesagt, wirtschaftlich kein Vorteil, nicht sinnvoll, wirklich nichts, gar nichts. Aber wenn man halt noch außer den Immobilien an sich noch ein paar andere Vermögenswerte halt hat, ein bisschen Liquidität, obwohl die vielleicht auch abgetreten ist, es sieht in der Vermögensbilanz schöner aus und Banker stehen darauf. Also wie gesagt, drei Vorteile des Bausparens. Es sieht irgendwie aus Sicht der Bank gut aus in der Vermögensbilanz. Man kriegt damit eine schwierige Finanzierung mal eher durchgedrückt. Und
Ja, man hat eine relative Planungssicherheit, die man kennt über die gesamte Laufzeit. Ich werde, wie gesagt, jetzt unter dem Video das Buch vom Norm Agoubi nochmal verlinken. Das kann ich euch nur empfehlen, das zu bestellen, zu lesen, um wirklich verschiedene Finanzprodukte wirklich zu verstehen, wie sie funktionieren. Und ich werde euch nochmal die zwei wirklich ausgewiesenen und zwei sehr erfahrene Vermittler auch verlinken, die es halt irgendwie schaffen mit Bausparen, dass die Sachen immer irgendwie funktionieren. Ich verstehe es manchmal auch nicht, wenn ich mit ihm rede, aber irgendwie scheint es immer zu gehen. Vielleicht wissen die beiden auch Dinge, die ich nicht weiß. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen.